Hallo, meine lieben Aktienfreunde, ihr habt den Kursanstieg, die Rallye bei Tesla verpasst. Kein Problem, ich sage euch, welches der nächste Ten-Bagger sein wird. Nein, welches die nächsten Ten-Bagger sein werden, damit ihr euch ein Ten-Bagger-Depot zusammenstellen könnt. Denn wenn schon, dann wollen wir es ja richtig krachen lassen. Und dann müsst ihr auch nicht länger zu Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos oder Elon Musk hochgucken, sondern dann schaut ihr auf die herab. Ja, ich habe ab und zu den Eindruck, dass das so geht, jetzt auch im Rahmen von Tesla, anderswo. Wir machen das hier nicht, das ist nicht ganz mein Stil. Wir machen jetzt aber einen Erfahrungsbericht mit Tesla und der Titel ist nicht weniger Clickbait-mäßig, aber er ist wahr. Über 100.000 Euro Kursgewinn, jetzt Kasse machen, so heißt das Ganze. Das heißt, ich bin in Tesla investiert und ich habe da immer noch Tesla-Aktien. Und ich sage dir, was ich damit mache und warum. Ihr alle kennt ja den Spruch, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Mein letzter Erfahrungsbericht ist noch nicht allzu lange her, da ging es um Wirecard. Da war ich auf der Verliererseite gewesen und zwar ganz deutlich mit über 25.000 Euro, die ich auf der Straße gelassen habe. Wie heißt es immer, das Geld ist nicht futsch, es hat ja nur ein anderer. Nun, wie auch immer, mir selbst hat es nicht geholfen, nur ich war wieder ein bisschen klüger, weil ich im Unrecht gewesen bin. Und man kann ja versuchen, aus seinen Fehlern zu lernen. Gut, ich sag mal, es gibt im Prinzip zwei Aktien, weil hier soll es auch ein bisschen ums Lernen gehen. Es geht etwas überspitzt ausgedrückt, wenn du in Aktien investierst, in zwei mögliche Kategorien von Aktien, in die du investieren kannst. Es gibt die No-Brainer auf der einen Seite und es gibt auch dann die eher spekulativen Investments auf der anderen Seite. No-Brainer, nehmen, was weiß ich, Johnson & Johnson, 3M, irgendwelche Aktien, die ihre Gewinne langfristig steigern, aber meist recht unspektakulär. Da ist dann noch die Bewertung wichtig für deine Rendite, aber wenigstens interessant. Das heißt, du machst über einen Sparplan, dann hat auch das schon fast keine Bedeutung mehr. Das sind eher die No-Brainer. Und der Aktienfinder, der hilft dir auch insbesondere, diese No-Brainer zu finden. Aktien von Unternehmen, die ihre Gewinne langfristig steigern, damit du von langfristig steigenden Gewinnen und Dividenden profitieren kannst. Ich denke, das ist das, womit die meisten Aktionäre am besten fahren. Und ich habe auch viele von diesen Aktien. Und es müssen nicht Langeweiler sein. Auch eine Microsoft beispielsweise, auch wenn man zu Recht glauben mag, dass sie schon heiß gelaufen ist, oder andere Technologieaktien, auch das sind langfristig gesehen aus meiner Sicht No-Brainer, die man sich so ins Depot legen kann. Ist natürlich alles keine Kaufempfehlung. Ich gebe nur meine Sicht der Dinge wieder. Mein Name übrigens Thorsten Tietz, hier geht es ums langfristige Investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren, habe ich ja schon gesagt. Ja, und Tesla und Wirecard, das waren oder sind, naja, es waren, muss ich sagen, wenn ich Wirecard nenne, spekulative Investments gewesen. Bei spekulativen Investments, da geht es aus meiner Sicht immer darum, dass du genau weißt, warum du investierst. Da geht es um eine Story. Du sollst immer eine Story haben. Das habe ich auch schon mal in anderen Videos erwähnt. Und dann kannst du auch überprüfen, ist diese Story wahr oder ist die Story noch intakt? Weil wenn sie nicht intakt ist, dann solltest du die Aktie verkaufen. Auch dann, wenn du im Verlust bist. Ja, wie war denn die Story bei Wirecard, die ja ganz offensichtlich falsch gewesen ist? Die möchte ich dir mal zeigen, weil es einfach, denke ich, den Ansatz ein bisschen klarer macht und es natürlich dann auch zeigt, dass man damit ebenfalls auf dem falschen Dampfer unterwegs sein kann. Also gucken wir uns mal Wirecard an, die bei mir jetzt im Aktienfinder Wirecard Insolvenz heißen. Und ich fand ganz interessant diesen einen Chart hier und der war für mich doch sehr aussagekräftig und das war die Basis meiner ganzen Engagements. Und zwar hatte ich argumentiert gehabt, auch mal in dem Video, dass doch die Margen hier extrem stabil sind. Ihr erinnert euch, die Margen, die waren immer oder sind oft angezweifelt worden von Wirecard. Aber wenn ihr euch hier mal anguckt, die waren im Prinzip stabil seit 2007 bis zur jüngsten attestierten Bilanz, über 10 Jahre, 12 Jahre. Und damals waren die Umsätze noch, als sie schon bei 20% waren, damals waren die Umsätze noch bei 82 Millionen
und ganz am Ende waren es 2,5 Milliarden. Und ich hatte immer gesagt gehabt, wenn die Umsätze gefälscht gewesen sein sollten, dann muss es ja schon seit vielen Jahren sein. Also wenn die Margen so hoch sein, gewesen sein sollten, dann müssen die ja schon seit vielen Jahren so hoch gewesen sein. Und die Umsätze, die sind ja immer weiter gestiegen. Ich habe gesagt, das müssten ja mittlerweile zig Millionen Luftnummer sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das die ganze Zeit attestiert wird. Und genauso war es dann auch. Also das Unvorstellbare für mich ist passiert. Es war eine Luftnummer. Und ja, die Prämisse war ja richtig gewesen, dass es mittlerweile richtig große Zahlen sein mussten. 1,9 Milliarden. Und damit ist dann die Story zusammengebrochen und ich habe die Aktien mit großem Verlust verkauft. Aber es geht jetzt hier nicht darum, um Wirecard an sich, sondern es ist nur ein Beispiel für eine Story. Und bei Tesla habe ich halt auch eine Story. Die Story bei Tesla lautet im Prinzip Pleite oder Weltherrschaft, kann man sozusagen. Also Tesla ist so weit voraus gegenüber den etablierten Automobilherstellern, aus meiner Sicht, das ist nur meine Sicht, was Elektrifizierung und Digitalisierung, dabei auch noch autonomes Fahren angeht, dass die anderen im Prinzip gar keine Chance haben, die etablierten Hersteller aufzuholen. Das heißt, dann wird der Zeitverlauf eher dahin spielen, dass der Vorsprung von Tesla sich weiter ausbaut gegenüber BMW, Daimler und Co. Ich sage auch gleich noch ein bisschen, warum ich das so empfinde. Und auch das ist eigentlich nichts Neues. Ich habe hier einen Blogartikel, den kann ich verlinken. Und auch da habe ich schon so meine Sicht durchklingen lassen. Und auch da war ich schon relativ skeptisch gewesen. Von wann ist denn der Artikel eigentlich? 8. Oktober 2019. Auch damals war ich schon long in Tesla. Und da hörst du auch schon ein bisschen meine Story raus. Ich habe auch die Biografie von dem Herrn Musk gelesen. Ist übrigens auch nicht ganz unerheblich, ist ja das Management und der Track-Record von Elon Musk. Das ist halt auch noch ein Element, aber das ist nicht das wesentliche Element gewesen. Das ist natürlich schon beeindruckend. Auch PayPal beispielsweise, also ich habe ja Elon Musk auch was zu verdanken, denn ich integriere ja auch oder habe ja auch PayPal integriert über die PayPal-API in den Aktienfinder. Und ich habe hier ein Merkzettel gemacht und da will ich dir auch nochmal kurz zeigen, wie Tesla ja momentan bewertet ist gegenüber den anderen Automobilherstellern. Wenn du hier mal nach der Marktkapitalisierung sortierst, ist wahrscheinlich jetzt nichts Neues für dich, aber ich finde es trotzdem sehr beeindruckend. Dann siehst du eben, hier haben wir noch Amazon. Zu Amazon reicht es noch nicht ganz, aber wenn du hier siehst, die Auto- und Lkw-Hersteller, 264 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, Toyota weit hinter sich gelassen mit 155 Milliarden. Danach kommt mal eine Weile nichts mehr und dann unter 70 Milliarden dann Volkswagen, Daimler, BMW, die deutschen Premium-Autohersteller, dann Amerikaner, BYD und der, also ferner liefen und Tesla hier, der wahnsinnige Siegeszug. Und meine Meinung, um auf die Story zurückzukommen, also Pleite gehen oder Weltherrschaft. Tesla war ja nah an der Pleite. Elon Musk hat es ja selbst gesagt gehabt. Was wäre dann meiner Meinung nach passiert? Die Technologie wäre aufgekauft worden von einem von denen da, möglicherweise auch von einem Konsortium. Aber das hätte nichts geändert. Die hätten meines Erachtens dann die Technologie in der Schublade verschwinden lassen, um so weiterzumachen wie bisher. Es war ja einmal jahrzehntelang sehr bequem, den Verbrennungsmotor zu optimieren, weil man das eben sehr gut kann, aber so nichts Neues zu machen. Also ich denke auch, das ist eine Einstellungssache, die da läuft. Und Tesla ist im Prinzip ein Startup mit einer Marktkapitalisierung von 264 Milliarden Euro momentan, das antritt gegen Dinosaurier, die eben alte Strukturen haben und alte Denkweisen haben, die sich jahrzehntelang auf, ja, heute kann man so sagen, dem Verbrennungsmotor, sprich einer alten Technologie, sich ausgeruht haben, da die Lorbeeren geerntet haben. Und es ist auf der einen Seite eine Einstellungssache und auf der anderen Seite aber auch eine strukturelle Angelegenheit. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel die Infrastruktur mit den Zulieferern sich anschaut,
da macht ja Tesla sehr viel selbst, weil sie sehr viel selbst machen mussten. Auch bei SpaceX ist es übrigens so. Sie mussten sehr viel selbst machen, weil sie keine oder wenig Automobillieferer, Zulieferer gefunden hatten, die ihren Ansprüchen Genüge getan haben. Und die anderen Automobilhersteller, die sind wie ein, ja, die sind wie eine Fliege in einem dicken Netz aus Automobilzulieferern sozusagen gefangen, haben da ein jahrzehntelanges Netz von Infrastruktur mit hunderten unterschiedlicher Zulieferer aufgebaut und können gar nicht, selbst wenn sie wollten, einfach so die ganzen Teile selbst herstellen. Und wenn sie es tun werden, würden mit gewissen Schwierigkeiten behaftet irgendwann, dann wären die viel, viel teurer. Also vorher waren wir in Zulieferern. Also die sind sehr unflexibel. Ich sage jetzt mal einmal von der Infrastruktur und dann aber auch. Tut mir leid, wenn ich es so sage, aber da habe ich auch mit zwei Ingenieuren geredet, einer von Audi und einer von Daimler, auch unflexibel im Geiste, in dem Sinne, dass man wenig wagt, wer sich zuerst bewegt, verliert, ist daraus gewachsen, was eben ist halt die Unternehmenskultur, weil es halt ewig gut ist, ewig gut gelaufen, so wie es war. Und jetzt muss man quasi ganz schnell in eine andere Richtung rennen und man ist es einfach nicht gewohnt. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Story war gewesen, Pleite oder Weltherrschaft bei Tesla und entsprechend bin ich eingestiegen bei Tesla. Ich glaube, es war der Oktober 2018. Da ist nämlich was passiert. Lass mich das jetzt noch mal angucken hier. Logarithmisch machen, dann sieht man das besser. Genau, hier ist das gewesen. Da ist was passiert, nämlich Tesla hat zum ersten Mal wirklich ein gutes Quartal auch betriebswirtschaftlich abgeliefert. Und dann habe ich gedacht, war meine Story gewesen, okay, Tesla hat jetzt gezeigt, dass sie Geld verdienen können. Und es ist jetzt aus meiner Sicht, das ist ja alles subjektiv irgendwo auch, unwahrscheinlich, dass Tesla jetzt noch pleite geht, auch wenn es viele gerne hätten. Und dann habe ich mir eben die Tesla ins Depot gelegt. Lass uns mal angucken hier. Und habe damit auch erstmal Schiffbruch erlitten. Das heißt, ich habe ja auch erstmal hier gute Kursverluste gehabt, also gute in Anführungszeichen, deutliche Kursverluste erlitten. Habe ungefähr die Hälfte des eingesetzten Kapitals erstmal verloren gehabt. Als Buchverlust. Aber, und jetzt kommt es halt, die Story war im Prinzip nach wie vor intakt, auch wenn da jetzt die Quartale dann nicht so gut mit ausgefallen sind, aber es hat nicht ausgereicht, um jetzt mich glauben zu machen, dass Tesla doch pleite geht. Dann hätte ich halt verkauft, so wie ich auch Wirecard ja noch verkauft habe, zweistellig immerhin, 15 Euro ungefähr. Und ja, gut, den Rest, den kennt ihr ja. Dann danach ist ja jetzt die Tesla-Aktie doch ganz deutlich angezogen. Das seht ihr hier. Und davon profitiere ich momentan halt auch. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann sollte man diese Aktie, wann sollte man Tesla verkaufen oder wann würde ich Tesla verkaufen? Hätte ich es nicht schon längst verkaufen sollen, weil der Kursanstieg, der ist ja gerade auch, wenn man hier in die lineare Skalierung geht, so extrem hoch, da muss es doch auch wieder runtergehen. Und da würde ich jetzt mal mit einer Gegenfrage antworten. Und zwar, wann wäre denn der richtige Zeitpunkt gewesen, als Investor Amazon zu verkaufen? Gucken wir uns mal den Chart hier an und machen das wieder weg und machen dann hat man ja wieder hier die logarithmische Sichtweise rein. Du hast bei Amazon immer auch Zeiten gehabt, wo die Aktie nicht so gut gelaufen ist. Beispielsweise hier von 2,3 bis 2,6 siehst du hier, hast eine Durststrecke gehabt, die hat sich über mehrere Jahre hinweggezogen, hast du dann über die Hälfte des eingesetzten Kapitals als Buchverlust quasi schon verloren gehabt. Auch hier von 2,8, dann Finanzkrise.
angefangen hier von über 80 Dollar auf unter 40 Dollar, hast du nochmal 50% verloren. Das wären schon Zeiten gewesen, wenn du die gewusst hättest, da wäre es gut gewesen, die Aktie zu verkaufen und danach wieder zu kaufen. Problem ist, man weiß es halt nicht. Und ich finde aber auch, das ist gar nicht schlimm, wenn du diese Story hast und die Story ist intakt. Ich hatte leider keine Story zu Amazon. Ich habe zwar jetzt Amazon-Aktien, aber mittlerweile ist es eine No-Brainer-Aktie geworden. Früher war sie wohl noch keine No-Brainer-Aktie so, aber damals hatte ich sie halt noch nicht auf dem Schirm gehabt. Wenn du so eine Aktie hast und du weißt nicht, wie sich die Kurse entwickeln werden, weil du ein Mensch bist, aber du willst langfristig engagiert sein, dann ist es doch im Prinzip egal, ob die Aktie jetzt mal wieder nach unten geht oder nicht, solange deine Story intakt ist und sich das im Nachhinein als wahr erweist, wird doch der Aktienkurs langfristig gesehen weiter steigen. Also, was soll's? Behalt doch die Aktie einfach. Und sogar wenn du dann hier eingestiegen wärst, ganz oben, hättest du dann erstmal Verluste gemacht und wärst bis dahin dabei geblieben. 26,6% Rendite trotz dieser Verlustphase im jährlichen Durchschnitt. Ist doch okay, kann sich doch keiner beschweren und du dann auch nicht. Insofern, ich bleibe auch jetzt in Tesla einfach investiert, weil für mich ist die Story nach wie vor intakt. Das heißt, ich glaube nach wie vor nicht daran, dass die pleite gehen. Und ich glaube auch nicht daran, dass Daimler, BMW und Co., Tesla das Brot von der Butter stehlen. Dass sie oder dass sie bedeutend aufholen werden in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten, ja, Monate vergiss es, in den nächsten Jahren. Ich glaube es einfach nicht. Und deshalb bleibe ich weiter darin investiert. Ich glaube, dass Tesla tatsächlich den Markt aufrollen wird. Und natürlich, ja klar, also diese Kurssprünge jetzt, die sind fundamental sicherlich abenteuerlich. Und das hat auch was mit dem Short Squeeze zu tun. Das ist vollkommen richtig. Und jetzt könntest du sagen, ja, Thorsten, schön und gut, was du hier meinst, aber guck doch mal an, ja, wie der Kurs hier abgegangen ist. Und da musst du ja jetzt selbst auch irgendwo eingestehen, dass die Aktie mittlerweile jenseits von gut und böse ist. Ist übrigens Amazon. Ich habe gerade gedacht, liegen die schon bei 3000 Dollar? Also, schade, dann hätte ich den Titel gleich noch ändern können. Aber das sieht ja jetzt hier noch umso dramatischer aus. Also hier nochmal, der Kursanstieg hier, gehen wir hier hin, von 247 auf 1500 US-Dollar hier, fast der Ten-Bagger innerhalb einer relativ kurzen Zeit. Soll ich auch sagen, ja Thorsten, dann verkauf doch mal, weil du analysierst ja auch fundamental und irgendwo ist doch gut, ist doch ganz klar, dass die Aktie überbewertet ist. Ja, da ist jetzt halt so ein bisschen das Problem. Ich habe das in dem privaten Depot liegen und da muss ich halt Abgeltungssteuer bezahlen. Das ist das erste Problem. Und deshalb will ich es halt nicht machen. Und das zweite Problem ist natürlich, weiß ja keiner, ob die Aktie jetzt nicht innerhalb kürzester Zeit auf 2000 US-Dollar steigt. Ich sag nur Volkswagen. Ja, weiß, soll ich jetzt, nee, wir lassen mal den Chart. Guck mal nach bei Volkswagen, was 2008, 2009 irgendwo da gewesen ist mit der Aktie, diesmal kurzfristig auf über 1000 US-Dollar, 1000 Euro, glaube ich sogar, gestiegen. Und das kann auch hier passieren. Also gibt überhaupt, wäre natürlich eher kurzfristiger Natur, hätte dann echt was mit dem Short Squeeze zu tun, aber du kannst es nicht ausschließen. Das heißt, es kann genauso gut nochmal deutlich nach oben schießen, anstatt zu korrigieren die Aktie. Auch eine Seitwärtsbewegung ist alles möglich. Also ich wüsste erstmal nicht, warum ich die Aktie verkaufen sollte. Weil es ist ja ein langfristiges Investment. Auf der anderen Seite, und jetzt relativiere ich die ganze Geschichte, jetzt hoffe ich mal, dass es mit dem Umschalten auch gleich schön passiert. So, jetzt funktioniert's. Also, ich habe gesagt, die langfristige Story für Tesla ist für mich persönlich intakt. Deshalb habe ich eine sehr niedrige Neigung, die Aktie zu verkaufen. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass die Kurssprünge fundamental etwas abenteuerlich sind. Deshalb habe ich mich dann auch dazu hinreißen lassen, und zwar gestern meine Aktien zu veroptionieren. Das heißt, ich habe eine Call-Option verkauft,
Hier siehst du übrigens meine Teslas, also wie viel die halt momentan wert sind. 100, wo stehen sie hier? 152.000 Dollar sind sie momentan wert und 120.000, 121.000US-Dollar im Gewinn. Und was ich jetzt gemacht habe, war, ich habe gestern eine Call-Option verkauft. Und jetzt muss ich mal wieder hier gucken. So. Und habe, weil es war einfach so lukrativ, das Ganze zu machen. Und zwar war die Volatilität gestern so extrem hoch bei Tesla, für Tesla Optionen, dass ich noch Geld gekriegt habe für eine Option. Also ich habe im Prinzip gesagt, ich verkaufe meine 100 Tesla Aktien bei einem aktuellen Kurs von 1.759 US-Dollar für 2.700 US-Dollar. Und zwar halte ich das Angebot aufrecht 11 Tage lang. Also fast nochmal 1.000 Dollar drauflegen, dann verkaufe ich die Aktien. Aber nur 11 Tage lang gilt das Angebot. Und dafür habe ich bekommen pro Aktie, also es ging um 100 Aktien, geht immer um 100 Aktien so ein Kontrakt, dafür habe ich pro Aktie eine Prämie bekommen von 51 US-Dollar, also 5.100 US-Dollar für dieses Mondpreisangebot sozusagen. Und das war so attraktiv, dass ich das tatsächlich angegangen bin. Also du siehst, dieses fundamentale Abenteuer hat dann auch irgendwo für mich seine Grenzen. Also ich habe dann echt gesagt, für 2.700 US-Dollar lasse ich mich doch dann mal echt ausüben, weil es dann doch irgendwo abenteuerlich wird. Dann hätte Tesla eine Marktkapitalisierung gehabt von 400 Milliarden Euro plus. Also das wäre dann schon, ist ja jetzt schon heftig, aber das wäre dann nochmal eine andere Hausnummer gewesen. Und dann wäre die Wahrscheinlichkeit dann noch höher gewesen, dass wir eine deutliche Korrektur erleben. Wobei ich auch sowieso gemeint habe, das wäre relativ unwahrscheinlich, dass die Aktie so weit nach oben schießt, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, du kannst das nie ausschließen. Deshalb war auch ein Covered Call, das heißt, sowas nie, 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 nie machen, auch wenn es eine extrem hohe Prämie gibt, wenn man die Aktie nicht hat. Es sei denn, man sichert sich ab, indem man einen Call etwas höher kauft, zum Beispiel für einen Strike von 3.000, was bei der Laufzeit, glaube ich, aber gar nicht mehr ging. 2.700 ungefähr war schon das höchste aller Gefühle, wenn ich mich richtig erinnere. Naja, wie auch immer, also irgendwann hat es dann auch für mich seine Grenzen, aber momentan ist die Grenze für mich noch nicht erreicht bei 1.500 US-Dollar. Auf der anderen Seite, wenn es wieder sowas gibt, so eine schöne Gelegenheit, dann nehme ich wieder das Geld mit. Ich habe dann diese Option nach wenigen Stunden, nach 3 Stunden ungefähr, wieder im Gewinn geschlossen. Das könnte ich dir vielleicht sogar zeigen. Moment. Hier ist das Handelsprotokoll. Und dann siehst du hier nochmal das Ganze. Also heute ist ja der 14. Juli und das war dann am 13. Juli. Und das war quasi hier der 13. Juli und das war dann der Verkauf. So nennt sich das dann. Für 2.700 US-Dollar biete ich die Aktien zum Verkauf an, also meine 100 Stück. Und das Angebot gilt bis zum 24. Juli, ist abgegeben worden am 13. Juli, das sind also die 11 Tage hier. Ist eine Call-Option. Und dann siehst du hier die Prämie, 51 US-Dollar pro Aktie mal 100. Darum geht ja immer 100er Kontrakte. Und dann habe ich hier oben das Ganze wieder zugekauft. Etwas mehr als 4 Stunden später. So knapp 50% Restwert macht einen Gewinn von 2.594 US-Dollar. Und dazu habe ich mich, wie gesagt, hinreißen lassen. Aber das war halt deshalb, weil es eine wirklich schöne Gelegenheit war, wo ich nicht widerstehen konnte und die ich wieder wahrnehmen werde. Man darf auch nicht vergessen, es werden am 22. Juli, glaube ich, kommen dann die Zahlen raus zum letzten Quartal. Deshalb ist die Vola,
die sogenannte, also die Prämie für Optionen noch höher. Das heißt, es kann sein, dass jetzt bald nochmal sowas passiert und dann würde ich wieder meine Aktien quasi zum Verkauf freigeben, meine Teslas, aber halt wieder zu, aus meiner Sicht, Mondpreisen. Gut, das war jetzt also mein Investment in Tesla, warum ich in Tesla investiert bin und warum ich die Tesla-Aktien bis jetzt immer noch nicht verkauft habe. Ich hoffe, das war so ein bisschen nachvollziehbar. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.